Yo, Leute, willkommen zurück zu Valheim. So, ein fauliger Geruch vom Sumpf. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich zeige euch gleich mal hier. Boah, da oben ist ja schon direkt die Höhle. Wie weit haben sie denn gebaut? Also, ich zeige euch gleich mal. Gleich. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Pack das weg. Das sind die Sumpfgegner. Ich weiß nicht, wie gut ich mit denen zurechtkomme. Wo sind sie denn? Bin ich jetzt schon da unten drin? Nee. Ich laufe mal hier drumherum um den Graben. Ich glaube, die kommt von der anderen Seite. Ich sehe sie nicht. Oh. Also das ist eigentlich wieder der Wald. Turb. Boah, bleib doch mal still. Warum denn nicht gleich so? Hilfe! Oh. Ich hab Hunger. Ich. Also das ist wieder brennende Waldeier. Genau, guck mal, da ist schon ein Skelett zum Beispiel am Stissel. Da bin ich noch nicht getroffen. Ich weiß nicht, wie stark das ist. Okay, geht ja. Hier sind direkt Rehe davor. Oh, wo sind die anderen? Guck. Hä? Den oh, ein Draugr. Den kenne ich noch nicht. Scheiße, das war nicht gut. Noch ein Skelett. Och, verdammt. Keine Energie mehr. Das war kein Headshot. Da ist noch ein Draugr. Hilfe! Ich will jetzt nicht reingehen, sonst... Oh, Kacke. Sonst machen die das Tor kaputt. Aua! Alter, was ziehen die denn mir weg? Treffen gar nicht so blöd. Also das Skelett. Aber wenn wir den Draugr haben, gehen wir auf das Skelett mit Schwert. Ein Signalfeuer haben wir auch. Ich weiß echt nicht, wie viel Damage der macht. Deswegen renne ich vor dem weg. Oh, nee, ne? Der ist aber schnell. Ja, das meinte ich. Okay, es ging noch. So, wo ist das scheiß Skelett? Das gönne ich mir jetzt. Also, die Draugr, die sind, glaube ich, von dem Sumpfgebiet. Da gehen wir auch gleich mal kurz reingucken. Was liegt denn hier alles rum? Voll viel Zeug, ey. Und die Bäume, die Stumpfen da, werden auch nicht mehr abgeholzt. Frieren! So, da ist irgendein großer Turm. Ich glaube, das Skelett ist einfach weg. Ich weiß gar nicht, wer hier baut. Ja, halt einfach ein Turm. Ja. So, ich gehe erstmal ins Haus und dann kann ich euch zeigen, ich gehe nur ohne schlafen, dann zeige ich euch, was wir hier alles gebaut haben. Zum Schluss, also ich glaube letzte Aufnahme, sind wir an dem Lager zugange gewesen. Einfach nur ein Kack-Aim habe ich. Oh, ich dachte, da wäre einer drin. Bienen! So, ich mache das Tor hier noch zu.
Und ich muss dann am Spawn, leider am Spawn, die Kraft von dem Uralten holen. Da kann man besser abbauen, weil ich möchte hier ein Portalhaus haben. Da oben auf dem Gipfel. Am besten. Ja, aber erstmal geht sie ins Bett. Ich bin nass. Ja, dann wärme dich mal hier auf. Oben rechts sieht man das schön und jetzt bin ich trocken. Zack. Ist auch einiges an Deko dazu gekommen. Deko. Ja. Die Jungs haben sich auch schon einiges gemacht. Der Ipig, Rotan und Penny Inge und ich, wir lieben es eben bodenständig. Nicht so protzig. Objektständer, kann ich den eigentlich bauen? Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. Das wäre ganz gut zu wissen, weil wir brauchen jetzt später auch sowas, ne? Also die ganzen Verzierungen. Möbel, da Objektständer und zwar was fehlt. Ja gut, eigentlich fast alles. Bronzenägel, alles klar. So, das Lager sieht wie folgt aus. Also hier hat sich nicht viel getan, nur dass wir natürlich oben drüber das Gras nicht wachsen lassen können. Es geht leider nicht, ich hätte es ja irgendwie cooler gefunden, wenn das Lager so in der Höhle drin ist, aber das Haus wurde jetzt eben oben drauf gesetzt. Ja, hier habe ich jetzt angefangen, oben schon zu beschriften, weil hier zum Beispiel Münzen drin sind und unten eben Rubine. Muss ich nochmal durchgehen. Hier ist zum Beispiel alles leer. Da fehlen auch noch hier zwei Kisten. Aber auf jeden Fall erstmal übersichtlich. Richtig gut. Was ist denn da passiert? Hä? Da kommt doch Stroh vom Dach durch, oder? Das sieht komisch aus. Ja, und wir haben halt hier ein bisschen Steinboden, so ein paar Elemente. Hier ist das Tor und ich glaube, hier geht es zum brennenden... Nee, zum Sumpf, zum brennenden Wald. Wieso haben wir denn nichts mehr geerntet? Nichts gepflanzt zum Ernten. Wildschweine sind auch am Start, haben eine kleine Hütte. Ah ja, richtig. Sich einsammeln. Na, gib mir das da hinten noch. Jetzt. Mehrere Öfen jetzt auch. Hier fange ich... Ich wollte gerade sagen, hier fange ich an, Holz zu sammeln. Für das Portal. Aber irgendjemand nimmt immer das ganze Zeug, was abgebaut wird. Und vielleicht ist es ja im Lager. Aber ich glaube bald nicht. Ich hatte mehr. Ich hatte mehr Holz gefarmt. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal kurz zu mir runter und dann schauen wir mal, ob wir in den Sumpf gehen. Ich traue mich da jetzt aber alleine auch gar nicht so rein, weil ich war da nicht am Start, als die Jungs da hingegangen sind und hab keine Ahnung, wie das da ist, wie stark die Gegner sind. Liegt noch Holz. Können wir doch eigentlich mitnehmen hier, oder? Oh nein, scheiße, das war die falsche. Ah, die habe ich ja gerade weggepackt. So rum. Bam! So, ich guck mal, ob die hier meinen Krater zugemacht haben. Also nicht meinen. Aber bei meinem Gebäude hier unten. Sieht nicht danach aus. Boah, es reckt. Leckt gerade. Sieht das aufgefüllt aus? Die buddeln sich nämlich bei diesen Steinen nach unten, weil da wohl gute Schatztruhen verbuddelt sind, wenn man sich hier bei diesen Steinen reingräbt. Aber ich finde es gerade mega scheiße, dass es eben bei mir jetzt hier so da hängt. Weil da baue ich schon und so einen Krater wollte ich eigentlich nicht in der Nähe haben. Achso, nee, das geht nicht, zu stabil. Ah, Himbeeren, das ist immer gut. Und vor allem die ganzen Disteln, die ich immer gesammelt habe, sind alle weg. Weil die damit Bratwurst gemacht haben.
Okay, hier sind die Loks noch drin. Weil ich... Also was in Zukunft, was ich so ein bisschen offscreen vielleicht mache, ist auf jeden Fall erstmal eine Menge Holz sammeln. Einmal für hier unten und dann für das Portalhaus. Das soll da oben auf dem Hügel irgendwo sein vielleicht. Muss man halt mal sehen, dass es vom Lager nicht so weit weg ist. Wobei man kann vom Lager ja ein Portal machen. Also zur Hauptbasis, nicht vom Lager. Zum Portalhaus und da geht dann alles in eine andere Richtung. Also überall auf der Map, wo wir hier eben was haben. Außenposten zum Beispiel hier unten. Und da müsste ich eigentlich mal hin. Ne, brech das mal ab. Da müsste ich hin, um mir die andere Kraft zu holen. Dann kann man nämlich viel besser Rohstoffe abernten. Und ich glaube, das mache ich mal. Moment, ich habe ja Hunger, ne? So. Dein Magen ist voll. Das ist ein bisschen zu weit. Ich hatte auch vor, hier eine Brücke zu bauen. Aber wir kommen ja mit bei so einer normalen Brücke. Oh, ein Fisch. Kann man eigentlich angeln? Also mit den Schiffen kommen wir unter die Brücken nicht durch, wenn die zu niedrig sind. Und ich dachte so ein bisschen so eine Art Tower Bridge, wie in London steht. Mit zwei Türmen und wo dann der Übergang ein bisschen höher ist, sodass man mit dem Schiff durchkommt. Aber dann muss ich erstmal wissen, wie hoch das Schiff ist. Ich weiß nicht, wo es aktuell liegt. Wo es den Anker gesetzt hat. Weil eigentlich soll ja da auch so eine Art Hafen hin. Ah, ich glaube, ich weiß, wo es liegt. Ich glaube, ich weiß. Das schaffen wir vielleicht gar nicht mehr jetzt in dem Part, aber machen wir dann im nächsten. Ja, diese paar Holzäste nehme ich auch ruhig immer mit. Das sind Peanuts, aber egal. Ja, ich laufe doch mal hier so ein bisschen durch das unerforschte Gebiet auf der Map. Einfach, dass wir das voll kriegen. So, hier haben wir, glaube ich, gelootet schon. Da war doch ein Wespennest. Oder ein Bienennest. Vielleicht gehen wir noch ein Stück hier so da rein und dann machen wir jetzt hier so den Bogen. Ja, und dann gehen wir jetzt hier zurück. Oder gen Westen. Osten. Weil ganz ehrlich, diese Ausdauer, die ist echt ein bisschen nervtötend. Wir müssen einfach gucken, dass wir qualitativ besseres Essen hinbekommen. Und da gibt es ja einiges. Zum Beispiel, ich habe jetzt halt ein Eisenschwert, ne? Hab auch hier, ne, das ist die Troll-Dingsbums, ein Eisenschuppenrüstung. Eisenschuppenrüstung. Und die Dinge, das kann ich nicht abbauen. Genau, zu stabil. Und die sind natürlich schwerer. Und da geht die Ausdauer schneller runter. Das ist das Blöde daran. So, zwei Kräfte haben wir schon aktiviert. Oder kann man aktivieren. Das ist der Uralte, das Eiktier. So, und ich möchte jetzt den Uralten mal hier. Schnelles Holz hacken. Ich glaube, ich probiere das hier mal gerade aus. So, kann ich noch? Ne, Magen ist voll. Aktivieren. Okay, das geht schon ordentlich schnell. Hilfe, wie soll ich denn da jetzt drankommen? Oh nee, der hängt auch noch wirklich auf zwei Birken. Da habe ich jetzt keine Axt dabei. Ja, das ist gut, das ist echt gut, die Kraft. Ich guck mal, ob der da runterfliegt, wenn ich den wegnehme.
Nee, auch nicht. Hey, bleibst du hier? Ja, so geht's auch, ne? Ich glaube, ich setze mir auch die Truhen dahin, wo das Portal später stehen wird. So, dann gehe ich mal auf den Rückweg, weil ich, dass sie da beim nächsten Mal halt wieder alles wegnehmen aus den Kisten, die ich da hinstelle und mit Holz fülle. Ja, und sowas mache ich unterwegs halt immer weg. Das sieht doch hässlich aus. Yo. Oh, ich bin voll, oder? Oder wenn ich das aufnehme, dann... Was brauche ich? Steine. Komm, weg. So, ich mache mich auf den Weg zurück. Au! Bringe ich euch beide mit. Ja, Nixen brauchen wir auch für Würste. Disteln, die finde ich hier leider nicht. Die sind nur im dunklen Wald. Ich glaube ja, ne? Der ist ja direkt bei uns. Oh, wie schön. Yggdrasil. Also bei uns ist ja ein dunkler Wald direkt an der Basis, aber da habe ich letztes Mal auch geguckt, da sind alle Disteln schon abgeerntet, weil ich das ja immer gemacht habe. So, hier zum Beispiel, hier ist doch schon so ein kleiner Turm. Aber das ist zu weit weg. Was ist hier? Guck mal, ob ich den noch mitnehmen kann. Denn das Blöde ist jetzt halt, wir haben schon gut. Warte mal. Nein, ich habe keinen. Och nö, ne? Ja, war klar, dass der abhaut. Wir hatten auch mal eine Zeit lang Knappheit an Federn, also gar keine mehr. Was ist der denn reingeflogen? Da ist es immer gut, wenn man doch irgendwie für unterwegs, also wenn man sie sieht, die Vögel mitnimmt. So, Ausdauer ist voll. Höp! Oh ne, ich wollte gerade sagen, ich bin friedlich. Aber egal, einen Schlag, dann sind die tot. Haben die nicht mitbekommen. Lock. Das war's schon wieder. So, aber hier bei dem Langhaus geht's auf jeden Fall irgendwann mal weiter. Aber ich mach da erst weiter, wenn ich wirklich... Das schief? Wenn ich richtig viel Holz hab. Dann machen wir mal so eine Bausession. Also Vorrang hat jetzt erstmal das Portal.